So, willkommen zurück zu Spinters, wieder ein neues Let's Play. Und wir sehen jetzt auf der Karte Flussüberquerung. Haben wir die andere abgeschlossen und natürlich habe ich schon ein bisschen weiter vorgespielt, um mal reinzufinden. Und was soll ich sagen? Ich bin gerade dabei, die eine Werkstatt hier oben zu zwei Punkte hinzubringen. Weil mit den großen Sattel auf die Gewollstätten hin. Und bevor wir weitermachen, Einstellung. So machen wir das. Ja, wie gesagt, fahren sie rüber. Und ich bin das paar Mal hier rüber versucht zu fahren. Aber ja, gescheitert. Bin hier immer flussabwärts getrieben und hier steht noch der Tankwagen, weil ich den verloren habe. War nicht ganz so schön. Machen jetzt einfach ja weiter. Kamera wäre jetzt natürlich optimal, aber die soll ja noch kommen. So, ich weiß gar nicht, ob das eine offizielle Straße ist, hier lang durch den Fluss, weil wenn sie mich hier rüberfahren, ist nämlich dann wieder die Straße, aber die kommt ja wie aus dem Nichts. Sozusagen. Hier kommt er nämlich dann wieder raus. Und wie gesagt, eigentlich ist er, ja, ist er bloß der Bachweg dort. Und mal sehen, ob uns der Fluss da wegspült oder nicht. Ich habe ja dieses Ersatzrad oben drauf gepackt, weil wir da noch extra 100 Punkte haben. Nie schaden. Gerade bei dem Fluss. Blöde Stelle wieder her. So, dann geht die Schlammschlacht wieder los. Und wir müssen drüber. Und mal sehen, ob wir das schaffen. Ah, sieht ganz gut aus. So, hier müssen wir hoch. Jetzt wird immer schwierig. Wenn die schon so extrem tiefen Kuhlen sind. Ich will auch schon immer mit dem Matze lang. Das werden wir dann noch machen. Und Langholz holen. Spuren seht ihr hier noch. Da bin ich bloß mit Lernanhänger lang. Ihr seht, wie nass hinten das alles ist. Die Plane und so. So, da ist es gar nicht mehr weit. Ich muss die Straße folgen und dann sind wir schon in der Garage. Ihr seht, wie verschlammt das Ding ist. Nass und dreckig. Dann müssen wir noch die zweite Fuhre herbringen. Weil die kann immer bis zwei Punkte tragen hier. So, und hier müssen wir nämlich jetzt schon rein. Dass wir dann eine Garage auf der Flussseite haben. Das wäre ja nicht ganz schlecht. Ich habe mir so vorgenommen, wir werden dann auch Holz mit der normalen Bridge, also mit der, ne, mit der Ladefläche fahren. Also eine Fuhre jetzt immer zu jedem Teil mit Langholz. So, was ist mit dem Laden hier? Haben wir zwei Werkstattpunkte drin. So, da könnte dann was mit erstmal wieder stehen. Wer weiß, vielleicht brauchen wir den irgendwie.
So, dann kehren wir zum... Das ist der Tankauto. Wir wollen uns nie dahin retten. Wir wollen hier rüber. Und zwar zu dem hier. Und zwar müssen wir mit dem echt vorsichtig und sparsam fahren. Gut. Dann fahren wir nochmal zurück. Tun wir nochmal reparieren lassen. So, und dann müssen wir hier rüber Holz holen und das hier herbringen. Nun sind schon 6 Punkte. Dann müssen wir bloß noch mit der Bridge hinfahren, dann den Rest hier Zeugs. Und das wird das einfach. Da fahren wir einfach hier Holz holen oder hier drüben, ist ja egal. Dann fahren wir halt mal hier so lang oder halt hier runter. Das ist gut. Ne? Dann entscheiden. Erstmal müssen wir rüberkommen. So, und wie fahren wir da am besten? Wir fahren jetzt hier lang. Das machen wir einfach mal. Mal gemerkt. Aber jetzt müssen wir eine Weile verdienen. So, und der verbraucht hier 20 Liter in der Minute. Und die 500 Liter, die brauchen wir dann wirklich hin und zurück. Also man schafft es gerade so. Also ich habe es gerade so hinter geschafft. Mal sehen. Diesmal dürfte es ja besser gehen, weil das ja ein bisschen näher ist. Die Straße hier sieht ja auch gut aus. Ja, jetzt verbraucht man damit doppelt so viel. 42 Liter pro Minute. Können wir uns ausschalten, es geht. Na, jetzt kommt ja auch wieder Schlamm. Da wieder einschalten alles. Aber ebenso auf Staub und Straßen, da muss die eigentlich näher einschalten. Sagt schon irgendwie Differential ins Allrad. Kann man sich sparen. Das ist ein bisschen schnell lang. Genau. Bin ich auch schon wieder langs wieder, ja. Schaffen wir noch nicht. Aber jetzt. So, da müssen wir einfach hier mal gerade raus. Denke ich mal. Können wir probieren, keinen Schaden zu erleiden. Hin und zurück. Das wäre ja mal eine Herausforderung. So, wir müssen einfach hier durch, das ist gut. Ja, da war schon erst zu schaden. Aber wir müssen ja durch. Fetter Stein. Na ja, gut. Jetzt sind wir was aus Luft und nicht mehr rasieren.
wieder ausschalten, Differential, Allrad, weil es ja hier staubig ist. So, und da sind wir jetzt schon wieder hier am Ressort. Wir klären das wieder fix. Dem ist es ja noch einfacher, dadurch, dass es so hoch ist. Zu viele Räder hat. Zu große Räder hat. Da denkt man ja, es dürfte ja leichter gehen. Jetzt kommt der Weg hier hoch. Ah, der gräbt sich hier durch. So, dann fahren wir mal. Jetzt können wir gleich durchfahren können. Ja, fahren lieber außen rum. Da ist dann so ein blödes Haus dort wieder in der Mitte. Die Werkstatt. So, die vorne kommt da rein. Hier, oder? Um hier unser Holz zu holen. So, und ich habe geguckt, auf der Map gibt es keine Punkte, wo man sein Holz selber aufladen muss. Hier wird bloß aufgeladen. Ist nur schade, aber naja, kann man dann beenden. Ich halt solche und solche Maps. Ist immer eine Spur für den anderen Anhänger. So, dann packen wir mal den Anhänger ab. Vor und vor. Baumstamm im Weg. Gut, jetzt müsste es gehen. Das passt soweit. So, jetzt probieren wir mal keinen Schaden zu nehmen. Die Fuhre abliefern. 38, merken wir uns. Fahren. Einfach mal hier lang. Zack. Oder runter zu, das können wir auch machen. Ja, dann fahren wir andere Seite, also fahren wir links rum. Eine schöne Strecke, kommen dann schöne Häuser. Blöcke verlassen. Bisschen mystisch. Brauchen wir auf der Asphaltstrecke, ne? Oh, wenn die Fahrt schwer ist, das schafft er schon. Mit dem normalen Heckantrieb sind ja trotzdem vier Räder, die hier anheimen. Hinten die zwei Achsen, das reicht. So,
man braucht den Tanken, das ist jetzt relativ einfach. Hier sieht es zwar noch einfach aus auf der Straße, aber es kommen auch ein paar Hindernisse. Die sind aber auch ganz gut zu schaffen, wenn man da vorsichtig fährt. So, hier haben wir noch einen steilen Bergkuppe. Und eben nur ein paar Bäume, die auf die Straße ragen. So, dann haben wir jetzt hier. Baum auf der Straße liegen. Aber da ist mir weiter schlimm. Knackst ein bisschen. Aber das hätten wir geschafft. So, ist er recht sparsam mit den um die 10 Liter hier verbraucht. So, die sehen drüben sind wir die verlassenen Blöcke, die am Wasser stehen. Ich habe sehr Angst bekommen, dass das Wasser zu nahe kommt und dann abgehauen. Und so könnte es auch sein, wie es jetzt in Russland aussehen würde. Wir haben immer noch keinen Schaden, toi toi toi. Hoffentlich bleibt das so. Denn hier hinten brauche ich immer nehmen. So, hier kann es sein, dass wir hier rein müssen. Sieht eher aus, als wenn wir hier rein müssen. Das denke ich eher. Also dass wir jetzt hier, zack, rein, hier rüber, zack, wieder hier sind. Dann machen wir das bisher ja in Dingsel, dass wir wissen, wann wir abbiegen müssen. So, dann haben wir hier einen Faden, wörtlich. So, und dann wissen wir, aha, hier müssen wir also rein. Hier rein? So sieht's aus. Vorsichtig, vorsichtig. So. Die Achsen sind nämlich so, oder die Radaufhängen sind so, nur dass wenn die unter Belastung sind, die dann gerade. So, wir müssen bis hierher. Sonst sind die nämlich schief und hängen so nach innen. Jetzt soll es zum Schaden geben. Das geht noch.
jetzt müssen wir hier rum. Aber dann sind wir schon da. Ja, also man kann sich wahrscheinlich nicht auf Reps verlassen. Ich habe gerade bemerkt, dass er kurz vor der Ablieferung der Fuhre abgebrochen hat, die Aufnahme, keine Ahnung warum. Und deswegen werde ich bloß sagen, Fix, wir haben es also geschafft gehabt, die Fuhre dahin zu bringen. Als Ziel, ich sehe doch 6 von 8. Ja, haben dann die Auszeichnung bekommen, dass wir eben sicher gefahren sind, dass wir null Schaden bekommen haben für die Fuhre. Sind dann nachher drüber gefahren. Das sah echt geil aus in der aufgangenen Sonne. Dass wir das Titelbild nehmen, da seht ihr das dann. Es ist schade, dass wir das nicht aufgenommen haben, aber wie gesagt, so viel habt ihr nicht verpasst. Das Wichtigste war ja die Fahrt und aber ich muss sagen, vielen Dank fürs Zusehen. Wir sehen uns in der nächsten Folge. Tschüssi.